Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Reality. Ich nehme das Ganze jetzt gerade noch am fast Montag auf, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wo das Spiel erschienen ist. Und ich bin erstmal mega happy, dass die erste Folge so gut angekommen ist. Die Sandy und ich, wir haben uns noch was ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir gedacht, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten und aufzupeppen, bringen wir einfach ein bisschen Roleplay mit rein. Sandy spielt ja hier auf dem nordamerikanischen Kontinent und ich auf dem europäischen Kontinent. Und wir haben gesagt, wir sind hier einfach jetzt in diesem Spiel zwei Brieffreundinnen, die uns immer so ein bisschen gegenseitig von der Woche berichten. Und dass wir uns Briefe hin und her schreiben. Die Sandy hat mir schon einen ersten Brief geschrieben und den lese ich dann am Ende der Folge noch vor. Und da machen wir das nämlich immer so, ich schreibe dann im Off und wenn ihr wissen wollt, was ich geschrieben habe, dann müsst ihr bei der Sandy das nächste Video anschauen. Und wenn ihr wissen wollt, was Sandy mir geschrieben hat, dann wiederum müsst ihr bei mir gucken. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt, aber wir waren auf die Idee gekommen und fanden es eigentlich ganz cool, das so zu machen, so Brieffreundinnen-like. Und könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. So, ja, ich habe schon ein bisschen, ich bin ein bisschen eskaliert. Ich habe jetzt schon 7 Fohlen, oh mein Gott. Ja, ich konnte die Füße nicht stillhalten. Ich wollte euch noch was zeigen hier in der Stadt. Ich möchte noch Fohlen mit euch benennen, die Namen meiner anderen Fohlen zeigen und hier noch ein bisschen sonst auf der Map rumwuseln. Was ich euch zeigen möchte ist, es gibt ja hier die Universität und da können wir ein Studium beginnen für unterschiedliche Beträge an Münzen. Und ich denke mal, je mehr wir zahlen müssen, desto mehr können wir auch hinterher mit dem Job verdienen. Sie haben hier geschrieben, du kannst dich für einen Studiengang an der Universität entscheiden, der dir dann später erlaubt, deine eigene Firma zu leiten. Und wir können entweder für 75.000 Molekularwissenschaften studieren, dann können wir im Labor arbeiten. Wir können Pferdetrainer werden für 100.000. Für 125.000 können wir Schmied und Sattler werden oder aber für das Farming und das Pferdefutter sorgen oder der teuerste Studiengang, wir können Tierarzt werden. Ich weiß momentan noch nicht so recht, was ich mache. Zwar finde ich den Pferdetrainer sehr cool, aber das machen halt schon relativ viele. Und ich denke mal, wenn das so viele machen, dann wird man da vielleicht auch weniger Geld hinterher verdienen. Ich glaube, ich werde ein bisschen mehr sparen. Ich weiß nur nicht, was ich mache. Ich weiß noch nicht, ob ich Schmied und Sattler mache oder das Farming oder das in den Tierarzt. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, wenn ihr hier auf die Riding School geht, dann habt ihr hier Tasks, also Aufgaben, die ihr machen könnt. Und ihr seht, ich habe diese Aufgabe schon 40 Mal gemacht. Ich habe schon 40 Mal den Stall ausgemistet. Hier steht drin, nicht alle von Carols Pferden werden nur fürs Züchten genutzt. Jedes Pferd liebt Aufmerksamkeit. Und da sie so viele Pferde hat, bekommen sie nicht immer die Aufmerksamkeit, die sie auch wirklich verdienen. Und wenn man sich ein bisschen extra Geld verdienen möchte, können wir aushelfen mit ein paar Aufgaben. Hier gibt es jetzt momentan eben dieses Ausmisten. Das habe ich jetzt 40 Mal oder jetzt 41 Mal gemacht. Ich weiß nicht, wie oft man das machen kann. Das Ganze geht 3 Minuten lang. Alle 3 Minuten kann man das neu machen. Und ihr bekommt für einmal Ausmisten 25 Münzen. Also das ist schon 25 Credits für 3 Minuten. Das ist schon ganz okay. Und jetzt stelle ich euch erstmal noch die anderen Pferde vor, bevor wir dann uns mal um die Wildpferde kümmern. Und um die World Map hier. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt hier meine Stallung ein bisschen unterteilt. In Undefined kommen jetzt alle Pferde rein, die ich neu kaufe, woher auch immer. Und dann habe ich hier auf Manage Stable Blocks geklickt und habe hier einfach neue Stallungen, neue Bereiche aufgebaut. Und zwar haben jetzt die Isländer schon Namen bekommen. Ich glaube, das wird nicht überall gemacht, aber ich möchte es gerne so machen, dass das Fohlen immer mit dem Namen, mit dem Anfangsbuchstaben des Vaters beginnt. Und
Diese beiden heißen jetzt, mein Hengst heißt Saifur und mein Stütchen heißt Vanadis. Ich glaube, so wird es auf Isländisch ausgesprochen, ich bin mir aber nicht sicher. Und ich habe mit den beiden schon ein bisschen gearbeitet. Stört euch nicht unten an dem Steam-Bild. Ja, das ist der kleine Saifur. Und wenn ich jetzt hier aufs Training gehe, seht ihr, Handling ist schon auf 27%. Die Berührungen generell und Berührungen an Nase oder an den Nüstern und am Maul sind auf 96%. Und das Halftertraining ist auch schon zur Hälfte abgeschlossen. Und ich werde jetzt hier einfach mal weitermachen, so in diesem Stil. Vanadis werde ich genau das gleiche machen. Der Stand ist bei ihr hier genau derselbe. Und kommen wir dann auch schon zu meinen Trakehnern. Nein, doch nicht. Wir kommen zu den Welshies. Die muss ich noch umbenennen, denn ich habe mir Welsh-Ponys geholt, weil die mega, mega, mega süß aussehen im späteren Spielverlauf. Kann ich euch gleich mal noch zeigen. Und ich wollte mir eigentlich einen Hengst und eine Stute holen. Und dann kam, als ich die Stute gekauft habe, ein so krasser Hengst noch ins Spiel, dass ich gesagt habe, okay, den muss ich einfach kaufen. Den seht ihr gleich noch. Und ihr seht, hier habe ich noch nicht so viel gemacht. Die sind noch recht frisch bei mir, die Welsh-Ponys. Das hier ist jetzt ein Hengstchen. Auch hier werde ich hier erstmal mit dem Training weitermachen. Mir fällt gerade noch was ein. Das hier habe ich jetzt immer so als, ja, quasi Zuchtkürzel reingenommen, sage ich jetzt mal. Lass uns jetzt mal gucken. Summary. Dieser Hengst, dieser wunderschöne mit der Blässe in so einem dunklen Braun und den beiden etwas höheren Stiefeln hinten. Zieht euch das mal an, sind die Welsh-Ponys nicht der absolute Wahnsinn? Ich finde es richtig krass. Der Papa fängt mit A an. Und entsprechend möchte ich jetzt hier hinten bei Update, hier Change Tagline, das ist meine Tagline, wo ich das immer reinschreibe, möchte ich jetzt einen Namen mit A nehmen. Aladdin finde ich hübsch. Wird der mit Doppel-L geschrieben oder mit einem? Weiß ich gerade gar nicht. Es ist jetzt auf jeden Fall Aladdin. Aladdin finde ich irgendwie total süß für den. Dann haben wir dieses super, super süße Stütchen. G ist hier der Anfangsbuchstabe. Wir gucken aber erstmal ins Training rein. Anscheinend kann ich das hier mit dem Feed und sowas... Was ist... Das ist ja eigentlich voll. Das wundert mich ein bisschen. Also, G. Was nehmen wir? Wenn wir schon Aladdin nehmen, dann nehmen wir auch hier Genie. Oder wird es so geschrieben? Nee, so, oder? Dann nehmen wir da Genie. Das passt zu Aladdin. und dann... Warum ist er da? Ich verstehe es nicht. Das hier ist jetzt der dritte Hengst, um den ich einfach nicht drumherum kam. Also entschuldige mal bitte. Rappe, dann dieses kleine, die weiße Fessel hinten und dann diese wunderschöne Blässe und blaue Augen. Sag mal, wer von euch hätte den nicht aus der Foundation rausgeholt? Also der musste einfach mit. Ging kein Weg dran vorbei. Und hier der Papa, dieser wunderschöne Apfelschimmel, hat ein P vorne. Und für den kleinen Mann hatte ich mir auch schon einen Namen überlegt und zwar, hupsala, und zwar fand ich Pablo total schön für ihn. Deswegen ist das jetzt Pablo. Ich finde den Namen total goldig. Ja, und dann habe ich ja noch meine beiden Trakehner. Die Stute habe ich auf den Namen Damiana getauft. Schaut euch übrigens mal diesen wunderschönen Rappen an, ihren Papa. Das ist Damiana und dann haben wir noch den Hengst und das ist der Lambrasco. Lambrasco finde ich auch voll cool, wie das Pferd von Janne Friederike Meyer, Caligon Lambrasco. Und ja, so viel erstmal zu den Pferden. Oh, ich habe ein Level Up bekommen, Level 10. Diese Foundation Tickets, die bekommt ihr mit jedem Level Up wieder aufgefüllt. Und ja, leveln könnt ihr, indem ihr die Pferde trainiert. Dadurch bekommt man, glaube ich, mit die meisten Erfahrungspunkte. Also ihr seht, Level 10 bin ich jetzt schon. Und diese WT, das sind diese Tickets für den Wildlife Park, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie oft man die bekommt. Ich glaube aber fast, dass man die einmal täglich bekommt, weil ich jetzt halt nach Mitternacht aufnehme. Und jetzt habe ich halt auf einmal ein Ticket mehr. Deswegen ist das mein Tipp. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß auch nicht, wann die Pferde groß werden. Ich weiß sehr vieles nicht. Aber das weiß ich. Ich weiß, dass ich unwissend bin.
das ist gar nicht mal schlecht. Also nicht, dass ich unwissend bin, aber ich weiß wenigstens etwas, vergesst es. Und jetzt möchte ich euch hier noch was zeigen. Und zwar als erstes den Airport. Das hatte ich euch ja jetzt schon mal gezeigt, dass es halt diesen Airport gibt, aber ich wusste noch nicht, was man damit machen kann. Jetzt spiele ich in Europa. Sandy zum Beispiel spielt in Nordamerika. Wir haben aber auch noch Südamerika, Afrika, Asien und Australien. Halt die Kontinente. Und wir können zu jedem Kontinent reisen. Das hat so eine gewisse Reisedauer. Und die müssen wir dann abwarten, bis wir irgendwas machen können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Australien reise, kann ich, solange ich in Australien bin, bis ich wieder zurück nach Europa geflogen bin, nichts mit meinen Pferden machen. Klar, ich bin ja nicht zu Hause offiziell gesehen. Und es gibt zum Beispiel Unterschiede bei dem Wildpferdefangen. So kann man gerade in Nordamerika Mustangs einfangen und in Europa kann man aktuell über Exmoor-Ponys und Camargue-Pferde stolpern. In den anderen Gebieten gibt es momentan noch keine Wildpferde. Es ist aber geplant, dass da auch noch welche reinkommen und dass es dann so ein bisschen, ja, rotiert, sage ich mal. Ich könnte darauf wetten, dass in Australien bestimmt Brumbies reinkommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt gucken wir uns das Ganze doch einfach mal an hier mit dem Wildlife Park. Es ist Glückssache, ob man ein Pferd findet und ob man es dann auch bekommt. Und ihr habt mehrere Schritte, die ihr anklicken könnt. Ihr könnt es nicht beeinflussen, ob ihr ein Pferd bekommt oder nicht. Das ist wirklich komplett pure Glückssache. Und jedes Mal fürs Suchen verbraucht ihr eins von diesen Tickets. Und ich würde einfach sagen, wir fangen gleich mal an. Der European Wildlife Park. Guten Tag, ich habe gehört, du möchtest eins meiner Pferde fangen. Heutzutage möchte sie jeder haben. Also gut, du siehst aus wie eine vertrauenswürdige Person. Du kannst es versuchen. Aber wack ist dich nicht gut genug, um sie zu kümmern. Und ich werde dich verfolgen bis ans Ende deiner Tage. Nein. Wir gehen einfach mal in den Wildlife Park. Genau. Wir reiten einfach mal weiter vor uns hin. Genau, und jetzt haben wir nämlich 20 Klicks left. Ein Ticket hat 20 Klicks. Und in diesen 20 Klicks können wir eventuell ein Pferd finden. Gucken wir mal, ob uns das gelingt. Wir machen mit der Suche weiter. Oh, da ist eins. Look, that horse has strayed from his herd. Das Pferd ist von seiner Herde weggelaufen. Ein Stütchen. Und wir können entweder weiter gucken oder aber wir können versuchen, es zu fangen. Und das einfach mal ein Rappe ist, würde ich sagen. Es ist wahrscheinlich ein Camargue-Pferd. Wir versuchen, sie zu fangen. Und es hat funktioniert, direkt beim ersten Versuch. Es kann dann halt auch passieren, dass da steht, es hat einen Haken geschlagen und du bist vom Pferd gefallen. Haha, versuch's nochmal. Das kann halt durchaus auch passieren. Und ja, so ist es halt. Genau, Camargue-Pferd. Es ist schon 1 Jahr 9 Monate alt, ist damit mein bislang ältestes Pferd. Und ist sie nicht süß? Ist sie nicht putzig? Ich finde sie total goldig. Basic Training würde ich einfach mal mit ihr anfangen, wie ich das mit den anderen auch schon gemacht habe. Ja, hier haben wir jetzt natürlich keine Namen, ne, weil es sind halt Wildpferde. Klar. Sehen wir hier irgendwas bei den Genetics? Nee. Offsprings, klar, natürlich auch nicht. Wie nennen wir denn die kleine Maus mal? Da können wir dann hier einfach... Für ein Camargue-Pferd finde ich Fleur super. Finde ich Fleur klasse. Wir nehmen Fleur. Fleur ist der perfekte Name für ein französisches Wildpferd. Die kleine Maus. Jetzt werden wir sie mal noch einem Gesundheitscheck unterziehen hier. So, Health Check. Und, ach, guck mal hier, wir können auch direkt nochmal, ne? Immer ausmisten. Alle 3 Minuten lohnt sich. So, Fleur. Oh, was haben wir hier? Warte, was haben wir hier als Status? Was ist da als Status? Passt irgendwas mit ihr nicht? Doch, DeLorean from Company. Doch. Oh, wir haben bei Level 10, haben wir einfach mal hier 2000 von diesen Teilen bekommen.
Ach, deswegen haben wir ein Ticket bekommen, wegen Level 10. Ah, die bekommt man dann ein bisschen seltener, okay. Also Fleur ist gesund und was haben wir hier? Health? Wow. Kolikresistenz, excellent. Hufqualität, excellent. Rückenprobleme, überhaupt keine vorhanden. Der Rücken ist perfekt. Respiratory, keine Ahnung, was das ist. Und sie wird auch ganz, ganz selten nur lahm. Das ist ja mega cool. Richtig, richtig gutes Stütchen hier. Hammerhart. Guck mal hier, und sie können wir versorgen. Wir können sie füttern, trinken, pflegen, den Stall sauber machen und ihr ein Leckerchen geben. Und das ohne, dass wir was dafür bezahlt haben. Okay, auf jeden Fall cool. Und ich wollte noch schauen, wo jetzt die kleine Maus schon mal unterwegs ist, ob ich nicht hier bei der Foundation oder im Markt noch ein weiteres schickes Welsh-Stütchen finde. Ach ja, und ich wollte, ach nee, die Namen, die Pferde hatte ich ja schon benannt. Vergesst es, ich bin wieder verwirrt. Welsh. Ist gerade nur Hengste drin. Krass. Da werden wir hier definitiv erstmal nicht fündig. Aber wir gucken mal am Markt. Vielleicht finden wir da ja was Feines. Wir sortieren mal nach Welsh Pony. Oh, guck mal. Boah, die ist aber teuer. 25.000. Das läuft noch 6 Tage lang. 6 Tage lang läuft die kleine Maus noch. Die ist super, super süß, aber das ist ja mal mega teuer. Nee, also das ist mir zu teuer. Die laufen alle noch so lang. Tatsache. Vielleicht kann ich ja manche auch direkt rauskaufen. Haben wir noch so ein schickes? Hier dunkelbraun ist auch hübsch. Adara, können wir ja mal schauen. Arwen, ja, ich liebe den Namen Arwen. Die ist auch hübsch. Das ist auch schick. Gucken wir mal. Also die drei gefallen mir gerade schon mal sehr gut. Wir könnten sie auch für 6.500 direkt rauskaufen. Jetzt würde ich nur mal gerne schauen. Wie heißt sie? Lass uns mal auf Seite 1 gehen. Das war sie hier. Dann gehe ich jetzt hier mal auf Search bei General. Ich glaube, das sehe ich dann nicht, weil ich nur nach dem Usernamen suchen kann. Nee, das finde ich dann nicht. Aber ich sehe auch nicht, von wem es ist. Das heißt, ich könnte da richtig böse bei rein. Boah, 60.000. Wunderschön, aber 60.000? Nein. Oder 13.000. Boah, das ist mir... Warte mal, Pier Apple. Pier Apple, komm, wir gucken mal Katie. Gucken mal nach Katie. Ich werde jetzt allerdings das hier kurz überspringen, weil ansonsten seht ihr, was ich da sonst schon so alles reingeschrieben habe. Deswegen muss ich es auch eben schon cutten. Juhu. So, Katie, Player. Horses ist auch ein Early. Hier Kickstarter. Boah, die viele Pferde. Wie hieß die Kleine nochmal? Seite 2, 10.568. Da. For sale, genau, das seht ihr da oben dann auch immer nochmal. Ah, die beiden sind bei den Eltern drin, okay. Sehen wir hier irgendwas? Sie ist schon ein bisschen trainiert. Genetics, da sehe ich jetzt gerade nichts. Genetisches Potenzial von 598, ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich kenne mich da noch gar nicht mit aus. Aber ist schon sehr schick, ne? Aber es ist kein Buckskin.
Weil ich hatte hier eben bei ihr auch drin gesehen, sie hat hier auch einen Buckskin drin zum Beispiel. Und da könnte es so, es könnte so aussehen später. Nicht ganz so süß. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Lassen wir erstmal sein, hätte ich gesagt. Lassen wir erstmal sein und dann lese ich nämlich jetzt gleich erstmal den Brief von der Sandy und der Messages. Die Sandy schreibt: Huhu Kaddi. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Habe mir soeben mein erstes Quarter Horse gekauft. Katie Dunn ist kerngesund und wird hoffentlich, wenn sie groß ist, ein Reigning Star. Hoffe, euch in Europa geht es gut. Hier in den USA ist das Wetter sehr schön und Katie liebt ihr Alpha Alpha. Was? Liebe Grüße, Sandy. SL Performance Horses. Okay, mein Stall Kaddis Gestüt klingt dagegen echt mickrig. Ja, die Sandy hat schon ihr erstes Quarter Horse. Wenn ihr das sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei der Sandy vorbeischauen. Ihr Let's Play-Kanal heißt Nick Roll, ist auch verlinkt hier auf dem Kanal. Und wie gesagt, wenn ihr wissen möchtet, was ich jetzt der Sandy als Antwort schreibe, dann seht ihr das in ihrem Video, was jetzt auch heute schon gekommen ist oder noch kommt. Und ich verabschiede mich erstmal für heute von euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, spielt ihr auch schon? Wenn ja, was habt ihr schon so für Pferde? Ist es gar nichts zu euch? Und was haltet ihr von dieser Sache mit dieser Brieffreundschaft und dem Roleplay? Ich bin gespannt und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Horse Reality. Tschüss!